Hallo, herzlich willkommen bei der Folge LS22 mit Middlemark River. Wir waren letzte Mal bei Heyday stehen geblieben, wollte ich noch ganz kurz den Beweis an den Start gemacht. Heyday. Wollte mir wissen, welches Level ich bin, ich hab's mich vergessen. Ja, vorne geht's los. Ah, die scheiß Ballen, da war was. The Ballen, da war was. Doch, ich bin Level 47, sag ich doch. Passt das alles? Dann passt das ja. Ne, ich bin jetzt ja wieder so ein bisschen mit dem neuen Tablet jetzt ein bisschen auf diesem Heyday-Trip stehen geblieben, würde ich es jetzt mal so nennen. Da muss ich schon sagen, gefällt mir ganz gut. Wieder so ein bisschen abends und so. Eigentlich immer nur abends, so kurz einmal alles, was ich an Abend vorher produziert habe, verkaufe ich und dann produziere ich wieder neu so. In dieser Reihenfolge, ne? Also in dieser Reihenfolge mache ich das immer und dann schaffst jetzt so auch keine Welten und so weiter. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt dahinterher. Früher war ich auch dahinterher. Morgens, bevor ich zur Arbeit über Spiel gefahren bin, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das schon her ist, nochmal eben ans Tablet oder so oder ans Handy, wo ich es dann nochmal gespielt habe, nochmal die letzten Sachen wieder wegschicken und so weiter und nochmal gucken und hier und da. Da bin ich raus. Gut, auf dem anderen Feld habe ich schon mal keinen Ball liegen gelassen, was optimal war. Ich bin dann in den Fahrrad. Also, ne? Aber das ist natürlich dann schon wieder ganz cool. Aber so ein bisschen wieder. Ja, wieder so ein Röntchen zocken oder so. Ja. Das hast du ja auch relativ schnell wieder ein Laufen. Das Spielstand, da geht ja so nichts, wildes Ball kaputt oder so. Natürlich, du bist ein paar Saisonen nicht da gewesen, gefühlt, aber da hängt halt ein bisschen hinterher. Aber so für den normalen Spielablauf ist das ja. Ist da ja nichts kaputt gegangen, ist da alles nur wie vorher auf. Von daher ist das ein der Spiele, wo man dann immer relativ schnell wieder reinkommt. Wenn ich mir dann mal so im Vergleich mit Wirtschaftsstrategiespiel angucke, hier was ich da so spiele oder so. Oder hier mein vierten Spiel, wo ich dann hier ganz viel Ware und so weiter produziere und so weiter, wenn ich da dann aufhöre ein paar Monate oder weiß gar nicht, was genau die Zeit ist. 1, 2, 3 Monate nichts gemacht habe oder so, dann geht das natürlich auch wieder runter oder so, dann verkaufen sich immer die ganzen Gebäude, weil halt Geld benötigt wird fürs Personal, dann wird Personal entlassen und so weiter und so fort. Da gibt es eine richtige Reihenfolge beziehungsweise da gibt es eine richtige Reihenfolge oder eine richtige Reihen, so eine richtige Liste, in was für eine Reihenfolge du da, wann, wie, wo dein Personal verlierst und sowas alles. Das ist dann schon wieder so eine Sache, wenn ich dann eine Woche nicht reingucke, ist dann aber auch wieder 3 Stunden, 4 Stunden Arbeit, das wirklich ja richtig wieder so ins Laufen zu kriegen, dass das auch jeden Tag die 20, 30 Millionen Reingewinn in Anführungsstrichen da produziert. Das ist natürlich dadurch, dass halt bei mir viel automatisch läuft und ich im Endeffekt nicht so viel machen muss, außer ab und zu mal die überschüssige Ware aus dem Lager entfernen, dass das Lager nicht vollläuft, ist dann eigentlich alles relativ human, was das angeht. Also auch alles immer relativ schnell abgearbeitet, sowas. Von daher mache ich mir das auch gar keinen guten Kopf. Ich gucke da immer wieder rein, eigentlich so 1, 2 Mal täglich oder so. Ich weiß jetzt, dass ich heute Abend da, abends gucke ich da 2, 3 Mal öfter rein, weil ich dann abends immer Kunden habe oder so, die dann selbst abends dabei sitzen und dann noch Ware oder so benötigen, die ich dann so aus meinem Lager dann dahin verkaufe oder so. Die wissen, dass ich die einfach auf Lager liegen habe, die brauchen mich nur anschreiben und dann schicke ich die Ware los. Das kann mal sein, wenn ich viele Kunden habe, die gleichzeitig viel Ware benötigen und dann klappt das natürlich nicht, dann kann das sein, dass die mal 1 oder 2 Tage warten müssen auf ihre Ware, aber zu meisten Prozentzahlen habe ich eigentlich den ganzen Kram da. Aber ihr wisst ja dann selbst, wie es ist. Es kann einfach sein, dass ihr auch einfach vielleicht gerade gar keine LKWs haben, das Zeug auszuliefern. Diese Wahrscheinlichkeit gibt es natürlich dann auch noch, dass ich einfach kein Personal habe, der gerade die LKWs fahren kann, weil ich zwar über 1000 LKWs am Laufen habe, aber die vielleicht trotzdem gerade selber gerade alle on Plan und Tour sind. Das gibt es natürlich bei mir auch. Das ist zwar nicht so dimensional schlimm wie in den großen, wie in Real Life. Passiert aber mir auch mal, ich würde spontan sagen, so
Kommt immer ganz darauf an, wie viel, aber einmal die Woche passiert das wahrscheinlich auch. Dass ich dann da irgendwie eine Stunde oder zweimal warten muss, bis ich wieder LKWs frei habe. Aber das sind da dann auch so Luxusprobleme, wo ich dann denke, ja, die lassen wir dann auch wirklich Luxusprobleme sein. Ja, wie gesagt, ich kann mich nicht dort versorgen. Nö, dann hatte ich noch ein anderes Spiel auf dem Tablet, aber das ist dieses klassische Tycoon-Spiel, was du da wieder hast. Du hast irgendwas, das levelst du auf, dann verdienst du, produzierst du einen Teil, das kostet dann erst nur 5, dann 10 und dann wird er immer teurer und teurer und dann kannst du das upgraden, Personal und die. Also die Standardspiele, das kriegst du mit Industrie, das kriegst du mit, das ist so das Standardspiel, das geht mir auch tierisch immer auf die Nüsse. Deswegen spiele ich das jetzt auch gar nicht so oft. Ich habe da 2 Tage, glaube ich, abends immer wieder so ein bisschen gespielt, aber das war wieder relativ schnell out, würde ich schon fast nennen, wenn Leute das sagen. Dass ich dann halt wirklich da sagen muss, naja, das ist dann, ich will jetzt nicht sagen, nichts für mich, aber halt dann wieder so eine Sache, wo ich sagen muss, na, schön für mal so einen Abend oder so, aber jetzt nichts, was mich da immer dauerhaft festhaltet. Ich bin auf dem Handy mit SimCompany angefangen, das habe ich da entdeckt, das habe ich dann erst später gemerkt, dass es das auch für PC gibt, oder war es ein anderes Spiel, oder was bei SimCompany, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall habe ich erst später gemerkt, dass es das auch jetzt mal im Browser gibt, dass es eigentlich ein Browser-Spiel ist. Ich habe das mal auf dem Handy entdeckt. Muss jetzt auch nicht so ein Company gewesen sein, kann jetzt einfach irgendein anderes Spiel gewesen sein. Was ich durchs Handy entdeckt habe und dann über den Browser gespielt habe oder so. Eine ganze Zeit lang. Deswegen, mal gucken, was man da wieder so erwartet, würde ich mal spontan sagen. Dann gibt es noch, plus die, die im Kanal liegen, der da jetzt rauskommt und dann noch vielleicht ein, wenn es dann von Grund gut läuft. Dann werde ich mal die ganzen hohen Haufen hier mitnehmen, damit wir den Ballen da vielleicht noch vollkriegen. Reste suchen beim letzten Mal, damit der auch schön voll wird. Die werden wir noch voll kriegen. Und auf oben nicht mal ganz viel, hier unten auch nicht, auch noch eine schöne Reihe, die nehmen wir noch mit. Auch noch ein bisschen was abgeben. Hat die irgendwie ganz komisch gewendet oder? Aber Ecken ja immer so ein bisschen. Ecken sind ja auch immer so ein bisschen anders schwierig für so was. Da hinten noch ein bisschen was liegt. Ich nehme jetzt nochmal hier die große Runde, fahre ich nochmal mit. Dann fahren wir nochmal aufs andere Feld, da wird wahrscheinlich noch ein Schrubben liegen. Was wir jetzt aber erst hier machen, auf BZ. Wir machen jetzt hier mal den Kanal leer.
B wieder an. Scheiße, jetzt muss ich jetzt trotzdem einmal ein Problem rufen. Wenn ich mit dem Ball ja nicht durchfahren kann mit dem Delivery. Das wird mich dann als Kollision erkannt. Das funktioniert nicht. Davon auf den Bank. Jo. Das reicht ja schon. Dann legen wir den Ball auch noch da hinten aufs Feld, dann stellen wir Presse wieder weg. Dann räumen wir den Drescher wieder weg, den Holland wieder weg. Wir hängen dann aber, glaube ich, erst an der Presse hinter dem Johnny, den Dunnel. Ich weiß, wo steht eigentlich der Sonderwagen? Die Ballen. Steht oben gar nicht. Mal gucken, wo der wohl steht. Ich weiß es gar nicht. Da steht der unten. Als letztes haben wir damit doch die Ballen von der Biogasanlage gefahren, oder nicht? Hätte ich jetzt so gesagt, dass wir als letztes damit die Biogasbahn gefahren haben. Vielleicht müssen wir dann ein bisschen mal gucken, ob der neue Sturm steht. Ich weiß jetzt selbst gar nicht so genau. Ballenzelle zurücksetzen können. Egal. Die 400 Liter nehmen wir noch mit, oder? 400 ist klar. Die knappen 800 Liter. Zack. Gute 2 Stunden, weil hat er jetzt gedroschen. Den Wagen hier, glaube ich, weggekickt. Und den müssen wir beim MDS aufstellen, glaube ich. Sonst will er hier nichts mehr so spektakulär. Wir können jetzt einmal gegen titschen, ob der dann sich wieder beruhigt. Ja, tut er. Fahren wir jetzt noch ein Stück weiter nach vorne. Stellen wir noch Drescher weg. Dann holen wir noch den blauen wieder aufs Feld.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 Ballen. Wenn ich mich nicht verzählt habe, 13 Ballen. Und dann gibt es genauso einen Ladewagen vor, wie ich es gesagt habe. Einmal so ein Sammelwagen wieder voll. Ah. Ah doch, die müssten im Sammelwagen sammelbar sein, glaube ich. Da hatten wir nur mit dem Ding ins Problem. Mit dem. Sag schon mal eben, mit dem. Beim Ballenwickeln. Verdammt, haben wir ein Problem damit gehabt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man da oben wenden kann oder ob das da oben so klein ist. Dass man da oben nicht wenden kann. Ich werde es ja einfach mal jetzt ausprobieren und gucken, ob wir da hochkommen und wenden können. Nein. Wir können da nicht wenden. Da ist der Baumstumpf im Weg. Herr Marcel noch nicht weggemacht, die Kacke. So. Lassen wir das Problem der nächsten Leute sein, die dreschen müssen. Egal. Ich bedanke mich bei euch aber ganz herzlich wieder fürs Zuschauen. Wir hören uns dann morgen wieder. Weiter Folge Less, Nordfriesischer Marsch und ich denke auch Multiplayer. Da läuft es ja gerade eigentlich ganz gut. Ich denke mal, da sollten wir dann auch weiterhin bei 7 Folgen bleiben. Außer die Siedler catchen mich jetzt so, dass ich da irgendwo Folgen einziehen muss. Aber ich glaube es kaum. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir hören uns morgen wieder bei einer Folge. Bis dann, danke. Tschüss.